So. Selbst schuld, greifen mich einfach grundlos an. Was ist denn das für ein Verhalten hier? Das geht ja nicht. So. Oh, noch 200 Meter oder Schritte oder was auch immer. Unterwegs einfach nochmal hier einen töten. Alltägliches, täglich Brot hier. Hätte ich fast gesagt. Eine kleine Spende. Übliches Verhalten ist man von mir gewohnt. Was mag ihn zu solchen Verhalten treiben? So, jetzt muss ich kurz gucken, wo muss ich da lang? Okay, was sollte das jetzt? Alles klar, irgendwie gerade hier ein kleiner Bug. Ich hoffe, der nimmt weiter auf, hier Fraps. Ansonsten, gut, ist nur hier Burger retten fix. Jetzt muss ich hier an der... Alt... verarschen. Ich habe ja zwei Bildschirme, deswegen rutscht das mitunter hier jetzt links raus, weil irgendwie ist er in den Fenstermodus umgestiegen. Warum auch immer. Ich rette noch kurz den Bürger und dann habe ich auch alles abgeschlossen soweit. Dann mache ich eine kurze Aufnahmepause, weil Festplatte wird langsam auch wieder voll. Und ja. Er wird jemandem schaden, das weiß ich genau. Ich habe nichts verbrochen. Hilfe! Hilfe, Helm! Vorsicht! So. Jetzt nur noch du, Junge. Du gegen mich. Das war einfach. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Ja, mach das mal. Was ist das? Sehr schön. Alles klar. Wir haben alles abgeschlossen, wenn ich es richtig sehe. Genau. Nur noch die beiden Hauptmissionen praktisch. Also sich bei dem Heini melden da in der Stadt. Und den Kerl umbringen. Dessen Name ich schon wieder vergessen habe. Aber das mache ich dann in der nächsten Aufnahme. Ich werde jetzt gleich ein bisschen rendern, dass ich dann Platz genug habe. Jedenfalls bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao! So! Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. In der letzten Aufnahme haben wir hier praktisch im Nobelviertel von Jerusalem alles abgeschlossen, was es noch zu... machen gab. Wir haben alle Informantenaufgaben gelöst oder alle Informationen gesammelt und wir haben allen Bürgern geholfen, alle Aussichtspunkte erledigt. Deswegen sind wir direkt hier. Das Schöne ist, wenn man ausmacht, spawnt man hier praktisch. Friede sei mit euch, Malik. Eure Anwesenheit stört meinen Frieden. Was wollt ihr? Al-Mualem bat mich. Bat euch, eine niedere Arbeit auszuführen, um euch reinzuwaschen. Malik, das ist, glaube ich, der von ganz vom Anfang, wo der Bruder gestorben ist. Deswegen hat er auch nur noch einen Arm. Ein Lager in der Babakane, das ist der. Von hier dient ihm als Basis. Genau. Just in diesem Moment bereitet er eine Karawane vor. Ich schlage zu, wenn er sein Lager inspiziert. Wenn ich seinen Männern ausweichen kann, sollte Talal selbst kein großes Hindernis darstellen. Kein großes Hindernis? Hört euch an! Wie arrogant! Sind wir fertig? Seid ihr zufrieden mit meinem Wissen? Nein. Aber es muss reichen. Der ist stinkig, verständlicherweise. Aber der ist richtig stinkig auf uns. Haben die Feder bekommen und können loslegen. Ruht, bereitet euch vor, weint still in der Ecke. Tut, was ihr immer. Wein still in der Ecke, nicht schlecht. Still in der Ecke weinen, alles klar. Das mache ich jetzt. Wird natürlich übersprungen, wird nicht gezeigt. Okay, von der Wand geheult, aber trotzdem. So, wir haben das erledigt. Und damit können wir jetzt praktisch Talal ermorden. Wo müssen wir denn hin? Ach, da hinten ganz in die Ecke. Okay, dann würde ich sagen, erstmal zu den Partisanen dort. Die liegen nämlich direkt vor dem Eingang, sonst muss ich erst wieder außen rum und... ach, grauenhaft. Naja. Laufe ich hier ein bisschen durch die Gassen. Aus dem Weg!
wechsle schon mal auf die versteckte Klinge. Dieser Mann scheint in Eile zu sein. Ihr könnt das nicht einfach. Sehr schön. Das hätten wir. Dann würde ich mal sagen, geht's ab hier rein. Nein, keine Spielermarkierung. So. Super. Was war das denn für eine Aktion? Ihr habt den Verstand verloren. Ihr habt den Verstand verloren. Spackus. Ihr dürft hier nicht passieren. Oh, cool, eine Flagge. Hui. Ein paar Mal drumrum gelaufen. Aber gut. Na, Kumpel? Das ist zu dir. Was gibt er denn einfach rum? Was ist los mit ihm? So, runter. Zack, noch ein bisschen hier über die Dächer, weil es cool aussieht. Alter, ich weiß noch mal, so eine Bettlerin, die hat mich mal mit einem Stein abgeworfen, als ich hochgeklettert bin. Zumindest glaube ich, dass das so nah war. So eine. Oh. Was willst du? Bam. So, wo muss ich denn hin dafür? Tja, warum? Das ist die Frage. Er hat uns natürlich erwartet schon. Alter Schwede, so Menschenhandel hier. Was nun, Sklaventreiber? Nennt mich nicht so. Ich versuche nur zu helfen, so wie mir geholfen wurde. Ihr tut ihnen keinen Gefallen, damit sie so einzupferchen. Einpferchen? Ich biete ihnen Schutz und bereite sie auf die Reise vor, die vor uns liegt. Welche Reise? Hm? In ein Leben der Knechtschaft? Helft mir! Ihr wisst gar nicht. Es war dumm, euch hierher zu bringen. Zu denken, dass ihr sehen und verstehen würdet. Ich verstehe sehr gut. Zeigt euch! Das klang eben. Mann sehen, der euch hier gerufen hat. Ihr habt mich nicht gerufen. Ich kam von allein. Ekelhaft. Ja? Wer hat die Tür geöffnet? Den Weg freigemacht? Musstet ihr nur einmal eure Klinge gegen einen meiner Männer erheben? Ich glaube, der ist da oben. Da ist er, ja. Das tat ich für euch. Dann tretet ins Licht. Und ich werde euch einen letzten Wunsch erfüllen. Och, ernsthaft? Soll ich die erledigen? Ah, endlich zeigt er sich. Nun stehe ich vor euch. Was ist euer Begehr? Kommt herunter. Lasst uns das ehrenvoll beenden. Warum muss es immer in Gewalt enden? Tja. Ich glaube, ich kann euch nicht helfen. Denn ihr wollt euch selbst nicht helfen. Und ich kann nicht zulassen, dass mein Werk gefährdet wird. Ihr lasst mir keine Wahl. Ihr müsst sterben. Mhm. Oh, konterte der mich? Was für eine Frechheit. Zack! Das zu dir, Spacko. Bam! Ey, kontern die mich hier immer aus. Was werfen die mich denn jetzt rum? Was soll denn das? Ii! Bam! Zack, gut, einer weiter, ein weiterer erledigt hier.
Nein! Scheiße, so kann ich nicht sehen! Scheiße. Ah. Nein! Was soll denn das? Scheiße. Verdammt. Alter Schwede. So, wo soll ich denn hier jetzt hin? Dahin, glaube ich. Oder hier einfach. Alter Schwede, das war ja mal richtig sau knapp hier. Tja, damit hat es nicht gerechnet, Bobo, was? Nein! Gut. Bleib liegen. Oh, Verfolgungsjagd. Oh Mann, ey, jetzt. Verpiss dich. Auf den Fuß getreten. Ah, das hat. Das hat aber richtig schön geknackt hier. Ja, dann sollen die aus dem Weg gehen. Was laufen die denn auch dazwischen? Geil. So. Aus dem Weg. Sehr schön. Ihr könnt nicht mehr fliehen. Gut gemacht. Teilt euer Geheimnis. Alles klar, ich bin jetzt ruhig. Mein Part ist beendet. Die Bruderschaft ist nicht so schwach, als dass mein Tod sie aufhalten würde. Welche Bruderschaft? Al-Mualim ist nicht der Einzige, der Pläne für das Heilige Land hat. Und mehr werdet ihr von mir nicht erfahren. Dann sind wir fertig. Bittet euren Gott um Gnade. Wenn es je einen gab, hat er uns lange verlassen. Uns und die Männer und Frauen, die ich bei mir aufgenommen habe. Wie meint ihr das? Bettler, Huren, Süchtige. Klingt das nach tüchtigen Sklaven für euch? Unfähig selbst für die niedersten Arbeiten. Nein, ich verkaufe sie nicht, ich rette sie. Aber ihr würdet uns alle töten. Und das nur, weil man es euch befahl. Nein, ihr profitiert vom Krieg, von zerstörten und gebrochenen Leben. Ja, so denkt ihr. In eurer Unwissenheit. Euren Geist hat. Man sagt, das könnt ihr am besten. Erkennt ihr nicht die Ironie darin? Nein, wohl noch nicht. Aber bald. Diese Gespräche finde ich irgendwie immer unglaublich episch. Ich fragte mich schon, wann ihr kommen würdet. Hallo, mein Freund. Wenn ihr Hilfe braucht, wisst ihr, wo ihr mich findet. Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte gib eine milde Gabe. Bitte. Hopp. So. Was oh. Tötet ihn! Boah, die Konterkills sind immer noch am brutalsten. Ja, geil, werde ich hier gar nicht erst so richtig verfolgt. Das freut mich doch. Macht es wesentlich einfacher. Oh Gott. Haltet ihn! Kein Problem für mich. Bam! So. Lieber lösen.